Hey liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 0.2 A Fragmentary Passage Birth by Sleep Gedöns für die PlayStation 4 hier in der HD 2.8 Collection. Im letzten Part haben wir hier einen ganz schön heftigen Kampf gegen Schattenborne gehabt. Und jetzt gehen wir zu unseren Kumpels. Hoffentlich, endlich. Terra, Ven. Aqua, you're... Terra, you spoke? Can you see me? Of course. I see Ven, too. Ven? He's here? Terra, what's wrong? Don't you see him? Where are we? A world the darkness has consumed. Its enchanted dominion. Consumed? The worlds fell? What's gotten into you? How do I know that you're Terra? And not the weakness that's in my heart, playing more tricks? Ven, please say something. Aqua, listen. I promise this is me. But I'm not myself. What do you mean? You're using the name Terra. That means you're seeing me the way that you remember me. But your heart is just painting the picture that it so wants to see. The real me is lost in shadow. Then you're here, trapped in the realm of darkness. No. My heart has ties to the dark. That must be why we can talk. But I can't see anything, Aqua. If you say Ven is there, then he's like me. An illusion created by your heart. I understand. Then you and Ven are safe in the outside world? I think. That's good. But how did you find me? I looked here. And heard you in the darkness. Right, but why does your heart have ties to the darkness now? What did you mean, lost in shadow? Forget about me. Aqua, Xehanort is trying to locate Ven. He'll never find him. I hid Ven well. I think the reason he's not talking to me here is because he's still there sleeping. No, I can't control. This place, is it the Chamber of Waking? Yes. Who are you, really? You don't know? My name. Aqua, get back! Terra! I messed up. Xehanort is part of me. Now he's using me, so you'll tell him where you hid Ven. Silence! I won't give in. Aqua, you have to... Still you struggle. Terra! Aqua! Now you can be one with the darkness! Ja, man weiß ja im Prinzip, wie es ausgeht, während wegen der ganzen vielen Nachfolger, aber. Ah, nee, stimmt, die haben mir ja gesagt, die Zeit läuft hier ganz anders. Es kann ja sein, dass das jetzt hier schon nach Kingdom Hearts 2 spielt. Falls die ganze Zeit so schnell verläuft. Ich will die einfach retten. Mindestens Terra. Aqua, are you okay? Mickey, how did...
time to talk. Du schon wieder. Ach ja, echt mal, mir fällt gerade erst auf. Terra kennt ja die Herzlosen eigentlich noch gar nicht. Terra kennt ja nur die Aqua meine ich. Aqua kennt ja nur die Unversierten. Stimmt, das fällt mir jetzt erst auf, krass. Ah, aber cool, jetzt kämpfen wir an Mickys Seite. Das habe ich irgendwie auch gar nicht erwartet. Das Kampflied ist gerade ziemlich geil. Und wenn Mickey jetzt hier ist, dann sind wir jetzt zeitlich gesehen definitiv schon auf Höhe nach Kingdom Hearts 1. Ich würde eher sagen auf Höhe Kingdom Hearts 2. Was ist denn Wegfinder? Ach so. Keine Ahnung, was Wegfinder ist. Ist das jetzt mein Terra-Abschließangriff? Boah, das sieht voll cool aus. Was ist das? Ich würde das gern beenden, bevor der Kampf geschafft ist. Abschließangriff. Okay, das war eine große Explosion. Das Lied ist mega geil. Bin sowieso gespannt, was Yoko sich da wieder Schönes hat einfallen lassen für Kingdom Hearts 3. Und ich will einfach nur... Also wirklich, Aqua ist mir mega sympathisch, Ventus ist mir mega sympathisch. Aber wenn es die beiden nicht schaffen, dann bin ich traurig und es wird einen Impact haben, aber ich bin da nicht kaputt. Ich will nur, dass Terra es schafft. Ich will, dass Terra es aus dieser ganzen Miserie, fucking Shitfuck Xehanort und so weiter schafft. Mehr ist mir eigentlich, der Rest ist mir eigentlich egal. HP-Höchstwert erhöht. Boah. Das Lied. Gosh, I never thought I'd find you in the realm of darkness, that's for sure. So, what happened? Have you seen Terra or Ven? No, just you. I'm sorry. The darkness in this place, it's getting to me. Oh. But you'll be okay. Right. Say, we've been looking for you a long time. How come you're in this place? First, tell me, how long's it been in the Realm of Light? About 10 years. Interesting. After we last spoke, I took Ven somewhere safe, and then I went after Terra. But Terra was about to fall to darkness, so I had one choice. I stayed here in hopes of giving him a chance. I didn't know. How about you? What could have brought you here? Has something happened in the Realm of Light? It's the Heartless. They've been attacking worlds and taking their hearts. And worlds with no hearts vanish into darkness. But if we can lock the door between the two realms, light and dark, from both sides, we can protect the other worlds. So you see, I came here to find the key on this side. Turns out, it's not so easy getting into the realm of darkness. The points you can cross have become unstable. It's only when a world gets consumed that an entrance appears in the realm between. So, I waited for my chance to sneak in. But hey, when I got here, I felt a warm, familiar light. I followed it to find my way to you. The charm. So they were helping. Terra and Ven brought you and I back together again. Yeah, but the worlds are still in danger. Terra, did he make it back to the Realm of Light? We still haven't found him. I see. Well,
Wherever he is, he's fighting. He'll beat his darkness. And I know he wants me to fight too. I think you're right. He'll be just fine. Yes. But what about Ven? He won't wake up unless I'm there with him. I have to go. I have to find a way back to the Realm of Light. Good. Then let's locate that key and go home together. Does that mean you know an exit? Well, I was so busy finding a way in that I didn't give a lot of thought to where there'd be a way out. But together, we're sure to find one. You haven't changed at all. May our hearts be our guiding key. There's a phrase no one's used in ages. Keyblade wielders used to say those words to each other. And now, it's something I like to try and remember. So, ready? Ready. Tief in der Dunkelheit. Meine, wenn ich mich an die Trophäenliste erinnere, müsste das dann theoretisch der letzte Abschnitt sein. Die Sequenz gerade war mega nice. Muss ich mal so sagen. Moment. Tief in der Dunkelheit, da. Das ist echt ganz schön. Es ist irgendwie voll deprimierend, weil es halt wirklich die ganze Zeit einfach so mega... Ach so, das da oben hieß nicht Wegesende, sondern Wegesende. Oh. So deprimierend, weil es halt die ganze Zeit dunkel ist, ja. Gott sei Dank ist das dann in Kingdom Hearts 3 nicht mehr so, weil das wäre echt deprimierend. Oh Gott. So ein ganzes langes Spiel lang nur dunkel ist echt... Also, das hatte ich das letzte Mal in Arx Fatalis und Arx Fatalis war echt ein deprimierendes Spiel teilweise. Also es war mega, mega gut, aber ich meine, durch die Dunkelheit. Einfach so mega depressiv manchmal. Was sind das denn hier für komische Stachelschweine? Ich müsste den Fokus auch mal wieder benutzen. Ach, eine Map, denke ich mal. Ja. Tief in der Dunkelheit. Schauen wir uns ein kleines bisschen hier in dem Part noch um, bevor ich dann cutte. Komme ich hier hoch? Nee. Wird nur so angezeigt. Aber cool, dass der Mickey jetzt unser Partner ist. Der wird sogar unten links angezeigt, was mir jetzt auffällt. Ziemlich cool eigentlich. Wie jetzt unser Donald Goofy. Vor allem, es ist ja was Neues, ne? In Kingdom Hearts 2 gab es das eigentlich nie. Kingdom Hearts 2, sage ich schon. In Birth by Sleep gab es das eigentlich nie. Ja, und generell ist es ja auch vollkommen neu, mit Aqua unten links dieses normale Kingdom Hearts Interface zu haben. Normalerweise waren da ja diese Kommandos. Aber ich finde es nicht schlecht. Also ich finde es wirklich cool. Und Wegfinder scheint echt so irgendwie mehr so die Combo-Attacke mit Mickey zu sein. Ah, ist sogar. Guck mal, unten links ist sogar ein... Handschuhen. Scheint es sogar halt echt zu sein. Das wusste ich gar nicht. Das ist cool. Also die Limit-Attacken oder wie auch immer, die halt in Kingdom Hearts immer hießen. Oh, das ist schon wieder so ein Feuerkern hier, oder? Ja. Oh ne, jetzt ist er wieder... Ha! Eiskar! Oh, jetzt habe ich ins Nichts geschossen. Ja, diesmal auf eine der Flammenkerne geschossen. Oh, jetzt habe ich Folge auf den gezaubert. Ah, ich kann sogar ihn jetzt theoretisch mit Items heilen. Voll cool. Voll cool, wirklich. Mickey als offizieller Partner. Das ist echt ziemlich geil. Warum habe ich jetzt Volka gemacht? Vielleicht nenne ich es einfach weiter Firejar, weil das ist irgendwie komisch mit dem K. Spricht sich irgendwie unangenehm für mich. Also ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber für mich ist es irgendwie... Ne. Da ist der Wegfinder weg. Ich wünschte, man hätte noch mehr Schwerter finden können, wobei das Schwert von Arrakis natürlich auch ziemlich geil ist. Was habe ich hier noch für neue Aufgaben? Besiege die Erdkerne? Achso, das sind die Stachelschweine. Was ist hier noch? 5 von 7? Achso.
Führe zusammen mit König Mikyu 5 Link-Angriffe aus. Ja, das ist das wahrscheinlich mit dem Wegfinder. Also muss ich das noch einmal schaffen. Boah, ja, genau. Komm, Miki, komm, wir greifen ein bisschen gemeinsam an. Ja, das war nicht ganz so gemeinsam. Aber was soll's. Ja, das Magiker will ich eigentlich nicht starten. Ich würde sehr gern eigentlich den Wegfinder starten wollen. Ich weiß leider nicht, wie man den triggert. Das ist das Ding auch. Leider nicht in seiner Nähe und dann Dreieck drücken, wie in Kingdom Hearts 3. Ah, jetzt kann ich starten. Sehr gut. Dann go! Damit müsste der Angriff doch, der Auftrag doch erfüllt sein. Genau, Mini-Ohren in Rot. Ah. Also mit einer roten Schleife wahrscheinlich dann. Okay, greifen wir erstmal die an, die nicht irgendein dummes Schutzschild an sich haben. Nein! Oh, ich hab's verkackt leider. Ganz knapp nicht geschafft. 58! Uns würden nur noch zwei Level für den Auftrag fehlen. Mit Level 60. Nervt nicht rum. Wirklich, die Feuerkerne, die nerven eigentlich am meisten. Noch mehr? Ah ja, nee, stimmt, die nerven am meisten. Ich vergaß. Die gleich. 59 Miki. Der steckt jetzt sogar auch Level auf. Cool. Ist der auch in im Gruppenbildschirm? Ich habe ihn da jetzt... Also da habe ich gar nicht drauf geachtet, als ich vorhin drin war für die Aufgaben. Ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen. Nervt nicht. Oh, hier leben noch Dinge. Das ist gut, dann kriege ich vielleicht... Nee, ich kriege den Abschlussangriff wieder nicht hin, weil es jetzt schon wieder aufhört. Mann, das geht so schnell. Und warum kommen hier eigentlich gerade unendlich Gegner? Gefühlt. Reicht mit der Gegnergruppe hier echt. Wir sind nämlich schon ganz schön lange am Kämpfen gerade. Ununterbrochen. Ich würde gerne eigentlich noch weitergehen in dem Part, aber jetzt bin ich schon wieder fast bei 20 Minuten. Dann brauche ich eigentlich auch nicht weitergehen. Ende jetzt, oder? Immer noch nicht. Gut. Ist Miki... Ja doch, tatsächlich. Miki ist hier. Kann ich ihm auch Zeug ausrüsten? Nee, leider nicht. Okay, schade. Das wäre auch noch cool gewesen. Nee. Okay, schade, schade, Schokolade. Aber was soll's. Lässt sie nicht ändern. Aber ist trotzdem cool, dass er hier ist. Ich wünschte, man könnte ihn jetzt noch steuern, aber... Das wäre einfach mega cool. Boah. Das sieht aus wie der Strand, oder? Na gut, obwohl, ne, doch nicht ganz. Das sieht wirklich aus, fast als würde es da in Richtung dieses Strands gehen. Na gut, ich verabschiede mich hier an dem Part. Ich glaube, der letzte könnte dann wirklich das Finale sein. Mal gucken. Bis dann und auf Wiedersehen.